Vielen Dank, lieber Peter Zabel. Eins gleich vorweg, man ist nie zu alt für den Punk. Ja, das gilt für Sie alle. Sie haben alle noch eine Chance, Rock'n'Roll-Stars zu werden. Einen Satz habe ich mir gemerkt, den Sie gesagt haben, alles ist einfach. Oder es ist alles sehr einfach und das stimmt. Das Geschenk, was ich eben bekommen habe, zu meiner großen Überraschung, weil ich habe dieses Bild gestern in der Westlichtgalerie gesehen und habe, glaube ich, nur laut gerufen, Wahnsinn. Und dann kriege ich das heute geschenkt, aber ich muss es Ihnen zeigen. Das ist ein Porträt einer Frau, Thea von Harbu. Das ist die Frau von Fritz Lang gewesen, Drehbuchautor. Die hat unter anderem Metropolis geschrieben, eine der großen Frauen der Filmgeschichte. Und dass da wirklich handgeschrieben drunter steht, Mittler zwischen Hirn und Hände muss das Herz sein, zeigt ja, wie einfach alles sein muss. Man kann es auf die Fotografie auch übersetzen, Mittler zwischen Hirn und den Augen muss das Herz sein. Und eigentlich ist das alles, was ich beherrsche. Das Fotografieren ist eine ganz einfache Sache und lassen sich das nicht von irgendjemand ausreden. Man braucht dafür nicht viel. Ich brauche dafür nicht viel. Ich habe eine Kamera, nein, ich habe zwei. Die eine macht die langen Bilder und die andere macht die kürzeren. Die andere macht die kürzeren Bilder. Ich bin alleine, ich brauche keinen Assistenten, ich brauche auch kein Stativ. Alle diese Bilder, die Sie hier sehen, habe ich alleine fotografiert, aus der Hand. So einfach ist das. Und außer seinen Augen braucht man nicht viel, bis auf einen anderen Sinn, der leider heutzutage immer mehr unterschätzt wird. Nicht nur für Fotografen und Filmemacher, sondern auch ganz einfach von Ihnen allen. Und das ist ein menschlicher Sinn, den wir alle haben. Der Ortssinn. Den haben wir alle. Jeder von Ihnen ist mit einem Ortssinn geboren. Aber in der Zeit, wo wir alle nur noch mit unseren eingebauten Navigationssystemen rumlaufen, braucht es nämlich niemand mehr. Für meine Fotos brauche ich, genauso wie das Herz und die Augen, brauche ich meinen Ortssinn. Und ich hoffe, wenn Sie irgendwann dazu kommen, vor dem einen oder anderen Bild zu stehen und hoffentlich alleine zu stehen, es ist heute Abend sicherlich schwierig, werden Sie Ihren Ortssinn anwerfen und das Bild nicht nur mit den Augen und dem Herzen sehen, sondern auch mit diesem Ortssinn, bei dem wird Ihnen helfen, meine Bilder zu lesen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, ganz besonders danke ich dir, Peter, in Winterköln, wo bist du? Er ist die lebende Enzyklopädie der Geschichte der Fotografie. Ich kenne kaum jemanden, der so begeistert Bilder sammelt, Fotoapparate sammelt, so begeistert von der Fotografie ist. Dass ihr so einen hier in Wien habt, das ist ein Schatz für euch, da beneide ich euch drum, den würde ich sofort entführen. Ich danke der Verena Kasper für die Arbeit mit der Ausstellung. Ich danke der Laura Schmidt, die unser Fotostudio leitet, von meiner Frau und mir, für die Arbeit. Meine Frau, sind Sie bei der Arbeit? Und ich hoffe, wir können jetzt die Fenster weiter aufreißen und hier mehr Luft reinlassen. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Luft um die Bilder herum. Danke Ihnen schon.